Spannung und Stromstärke in Rein- und Parallelschaltung. Na, wenn das kein spannendes Thema ist. Ich habe als allererstes mal eine Parallelschaltung aufgebaut mit zwei unterschiedlichen Lämpchen. Und jetzt probieren wir es einfach mal aus. Parallelschaltung war ja, glaube ich, das, wenn man die eine Lampe rausdreht, dann leuchtet die andere weiter. Oh ja, das scheint zu passen. Wir gucken uns mal eben den Schaltplan dazu an. Hier habe ich den Schaltplan für die Parallelschaltung mit zwei Lampen gezeichnet. Habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht. Stromquelle und die beiden Lampen, die habe ich gerade rausgedreht. Und jetzt wollen wir Spannung messen. Das machen wir am besten mit einem Spannungsmessgerät. Hier ist so eins. Das stellen wir schön hier unten auf Volt ein. 6 Volt, Gleichspannung und dann misst das als Voltmeter. Ja, die Spannung messen wir vielleicht an der ersten Lampe, an der zweiten Lampe und an der Quelle. Die hat schon ein eingebautes Voltmeter, wie praktisch. Bei den anderen schalten wir das Voltmeter parallel, haben wir ja gelernt, dass es so geht. Ich habe die mal durchnummeriert, Voltmeter 1, Voltmeter 2 und hier bei der Spannungsquelle Gesamt. Und dann messen wir mal. Das Voltmeter der Quelle, seht ihr hier hinten rot leuchten, das zeigt 3 Volt an. Das, was am dichtesten an der Kamera dran steht, das ist das von der zweiten Lampe, zeigt ebenfalls 3 Volt an. Und bei dem von der ersten Lampe lesen wir auch 3 Volt ab. Oh, das scheint ein ganz interessantes Ergebnis zu sein. Obwohl ich unterschiedliche Lämpchen genommen habe, habe ich bei der Quelle die gleiche Spannung gehabt, nämlich 3 Volt, wie bei der ersten und bei der zweiten Lampe. Deswegen gilt in der Parallelschaltung offenbar U-Gesamt ist gleich U1 ist gleich U2. Und wenn ich ein drittes Lämpchen hätte, wahrscheinlich auch U3 und so weiter und so weiter. So, jetzt wollen wir mal... Verdammte Müllabfuhr. Wo das mit der Spannung so super geklappt hat, wollen wir jetzt natürlich was über die Stromstärke erfahren. Dafür müssen wir Stromstärke-Messgeräte in unseren Stromkreis einbauen und die werden ja in Reihe geschaltet, haben wir gelernt. Die Quelle hat schon eins eingebaut und die anderen male ich mal eben in die Schaltskizze rein. Wieder schön durchnummeriert, Gesamt 1 und 2, so wie gerade. Ja, und jetzt wird gemessen. Vorher natürlich nicht vergessen, die Messgeräte umzuschalten auf Ampermeter. Also Ampermeter habe ich schön in Reihe eingebaut und hier oben den Anschluss fürs Ampermeter benutzt. Ja, jetzt habe ich mal irgendeine Spannung angelegt und unsere Quelle zeigt an 0,2 Ampere, das sind 200 mA. Jetzt lesen wir mal eben die Einzelmessgeräte ab. Hier bei der Nummer 1 haben wir ungefähr 80 mA und hier 120. Diejenigen, die gut Mathe können und sich was merken können, merken sich das schon mal. 80, 120, 200 und wir probieren es nochmal an irgendeiner anderen Stelle. Vielleicht ist hier eine gute Stelle. Die Quelle zeigt 150 mA. Hier haben wir 60 und da haben wir ungefähr 90. Guck mal, 90 plus 60 sind 150. Was hatten wir gerade? 80 plus 120, oh, das sind auch genau 200. Vielleicht steckt da irgendwie so ein Schema hinter. Das versuchen wir mal an die Tafel zu bringen. Bei unseren Messungen hat sich also herausgestellt, dass die Stromstärke hier beim ersten Ampermeter und die Stromstärke beim zweiten Ampermeter zusammen immer genauso groß sind wie die Gesamtstromstärke. Das packen wir hier auch in so eine schicke Formel. I gesamt ist gleich I1 plus I2. Wenn ich jetzt eine Parallelschaltung mit 3 Lämpchen hätte, dann würde bestimmt auch gelten plus I3 und so weiter und so weiter. So, das sind die schönen Gesetzmäßigkeiten zur Parallelschaltung. Und jetzt wollen wir uns doch eben überlegen, ob das denn mit unserem Elektronenmodell überhaupt übereingeht. Denn die Elektronen, die kommen hier ja aus der Quelle raus. Und dann haben die einen kleinen Rucksack auf mit Energie drin und fließen hier durch den Stromkreis. Die müssen alle durch das erste Ampermeter. Dann kommen sie hier an eine Stelle, wo sie sich entscheiden müssen. Der eine Teil der Elektronen fließt unten rum durch Lampe 2, der andere Teil fließt hier oben durch die Lampe 1. Das heißt, ja,
Hier haben wir nun Teilelektronen. Die Stromstärke ist ja im Prinzip, wie viele Elektronen pro Zeiteinheit hier vorbeikommen. Und hier haben wir den anderen Teil der Elektronen, der eben nicht hier lang geflossen ist. Ja, und da ist es eigentlich sinnvoll, dass die beiden Stromstärken zusammen die hier oben ergeben, die Gesamtstromstärke, weil die Elektronen sich da ja aufteilen müssen. So, und das hier wird die Stelle sein, wo die Elektronen wieder zusammenfließen. Und ab hier werden wir dann wieder die Gesamtstromstärke haben, die wir vorher auch hatten. Gut, das ist hier das zweite Gesetz. I Gesamt ist gleich I1 plus I2 und so weiter und so weiter. Jetzt zur Spannung. Die Spannung gibt ja an, wie viel Energie jedes Elektron dabei hat, beziehungsweise so ein Spannungsmessgerät, das fühlt den Energieunterschied zwischen vorher und hinterher. Hier hat das Elektron zwei Energiepakete dabei und auf der rechten Seite kommen die Elektronen ohne Energie wieder an. Deswegen wird dieses Messgerät hier wahrscheinlich 2 Volt anzeigen. Oh, im Experiment hatten wir 3 Volt, wir können auch 3 Energiepakete nehmen. So, und die Elektronen machen ja Folgendes, die bringen die Energie von der Quelle zum Verbraucher, ja, zu diesen beiden Glühlampen hier. Das heißt, dieses Elektron kommt mit seinen Energiepaketen hier an, gibt dir die Glühlampe, die strahlt schön und hell und wird warm und hinterher ist die Energie weg. Das bedeutet, dieses Messgerät hier spürt einen Unterschied von 0 Energiepakete zu 3 Energiepakete auf der linken Seite. Das ist ebenfalls eine Spannung von 3 Volt, genau das gleiche, was das Ding hier oben auch angezeigt hat. Und hier unten ist es genau die gleiche Chose. Hier kommen Elektronen an mit 3 Energiepaketen und hinterher gehen sie mit 0 Energiepaketen wieder zurück zur Quelle. Das bedeutet, auch dieses Messgerät fühlt den Unterschied zwischen 0 Energiepakete und 3 Energiepakete. Das sind ebenfalls 3 Volt. Passt alles? So, eben Skizze fertig malen und dann machen wir die schöne Reihenschaltung. Das ist der Schaltplan von der Reihenschaltung. Wer das von euch gewusst hat, ist schon ganz, ganz weit vorne, richtig stark. So, wir fangen wieder mit Spannungsmessung an. Dazu brauchen wir Voltmeter, schön parallel geschaltet und hier in die Skizze reingemalt. Tada, fertig. Und die vertrauten Symbole 1, 2 und Gesamt habe ich auch dran gemalt. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was bei der Messung rauskommt. Hier habe ich mal versucht, eine Reihenschaltung aufzubauen. Wir machen als erstes mal eben den Reihenschaltungstest. Ich drehe eine Birne raus. Oh ja, und die andere geht mit aus. Das scheint zu passen. Dann bauen wir jetzt die Spannungsmessgeräte ein. Das hier in der Quelle ist schon drin und die anderen, ja, da muss ich wohl eben ran. Ja, dann lesen wir mal ab. Also Gesamtspannung ist 9 Volt. Bei der ersten Lampe haben wir ungefähr 6 Volt in der Anzeige und bei der zweiten 3. Aber wir haben ja gerade schon so ein bisschen Zahlentheorie gemacht. 6 und 3, das könnten 9 sein. Wir schauen uns das vielleicht nochmal bei der anderen Spannung an. Was haben wir jetzt? 4 Volt, 2 Volt. 6 Volt, hätte ich nicht drauf drücken sollen. Das passt schon wieder so ungefähr. 4 plus 2 sind 6. Das ist vielleicht ein neues Gesetz, was an unsere Tafel kann. Ich habe das mal in so eine Mathe-Sprache übersetzt. U Gesamt ist gleich U1 plus U2. Und wenn wir noch eine dritte Lampe hätten, dann wahrscheinlich plus U3 und eine vierte und so weiter und so weiter. Wir gucken uns das mal eben im Elektronenmodell an, damit wir das auch verstehen. Unser Elektron fließt hier los bei der Quelle mit 3 Energiepaketen und ich möchte es gerne zum Verbraucher bringen. Bis hierhin ist alles kein Problem und dann fällt auf, wir haben gar nicht einen Verbraucher, sondern 2 Verbraucher. Was wir ganz, ganz sicher wissen, Pause, nein, Kinder noch nicht packen, nur noch eben zu Ende machen. Was wir ganz, ganz sicher wissen, das Elektron geht hinterher ohne Energie wieder zur Quelle zurück.
Und dieses Messgerät würde jetzt messen, ach, den Unterschied zwischen kein Energiepaket und 3, das sind 3 Volt. Jetzt kommt es hier mit den 3 an und ich sage jetzt mal, okay, die Lampen sind unterschiedlich. An der ersten Quelle gibt das 2 Energiepakete ab. Dann hat das hinterher nur noch 1 übrig. Dieses Messgerät, dieses Voltmeter, misst den Unterschied. 3 Energiepakete minus 1 Energiepaket sind 2 Energiepakete. Das würde entsprechend 2 Volt anzeigen. Das letzte Energiepaket gibt das Elektron an der zweiten Lampe ab. Hinterher hat es 0. Ja, und der Unterschied von einem Energiepaket zu 0, das wäre genau 1 Volt. So, und hier oben hatte ich schon gesagt, 3 minus 0, das sind 3 Volt. Also scheint es zu passen, die Spannungen an den beiden Lämpchen oder den beiden Verbrauchern, die summieren sich in der Reihenschaltung zur Gesamtspannung. Hervorragend! Wo das gerade so gut läuft mit dem Elektronenmodell, die Stromstärke gibt ja an, wie viele Elektronen pro Zeiteinheit irgendwo vorbeikommen. Wenn ich hier, keine Ahnung, 10 Elektronen losfließen lasse pro Sekunde, dann kommen hier natürlich auch 10 an. Die gehen alle durch den Verbraucher durch, durch den ersten, und kommen auch alle hier wieder an, weil sie sich halt nicht aufteilen. Das heißt, die Stromstärke wird vermutlich hier in der Mitte genauso groß sein wie hier am Ende und da am Anfang. Zur Sicherheit messen wir das aber nochmal. An der Quelle lesen wir ab 0,09 Ampere, das sind 90 mA. Das Messgerät habe ich auf 600 mA eingestellt. Hier hinten wäre 600, 500, 400, da wären 100. Und der Strich darunter, das sind 90 mA, das scheint zu passen. Und hier die gleiche Chose. Messen ist eine tolle Sache, aufschreiben ist aber auch wichtig, sonst vergessen wir das wieder. Also, I gesamt ist gleich I1 ist gleich I2 und so weiter und so weiter.